Heimwerker. Das ist Tim der Heimwerker King. Tim der Heimwerker. Ja, du bist auch Tim der Heimwerker. Dann drucke ich wieder ab und warp zu dir. Jo. So. Mitte, was bringt der denn Schönes? Steigert die maximale Stärke des Schildes. Cool. Dann gehen wir wieder auf Tore und machen mal zum Mitglied. Warp. Dann bist du 1,1 Lichtjahr entfernt. AE steht, glaube ich, für Lichtjahr, oder? Ja, müsste. Nee, warte mal. Lichtjahr ist unwahrscheinlich. Weil wir sind ja immer noch im gleichen Sonnensystem. Und im Sonnensystem sind die Entfernungen bestehen ja nicht aus Lichtjahren. Bei uns auch nicht im Sonnensystem. Bildtraining abgeschlossen, das ging ja wieder schnell. Wenn du wisst, was AE ist, dann schreibt es in die Kommentare. Bitte danke. Bitte danke, gern geschehen. Aber das passiert halt, wenn eure Drohnen draußen sind, euer Schiff zerstört ist. Ah, scheiße, das hätte ich auch gerne mal zerstört. Aber ich glaube, irgendwie habe ich zu lange gebraucht und habe nicht das Schiff, das Dings gelootet. Hätten wir bestimmt noch was Schönes gekriegt. Aber Retriever ist halt ein schöner Abbauer. Das ist schon schade, dass der tot ist. Voll der schöne Bauer. Gut. Aber hier ist echt nicht viel los im Dings, ne? Nur noch der Gefährliche. Noch einer. Ah ne, der ist nur wanted. Ach, der ist sogar Miliz vom Amar Empire. Also, das ist Kanonenfutter für uns. Was? Wo? Er hat sich Miliz, er hat sich einschreiben lassen. Sollte man nicht am Anfang machen, da, wenn du Miliz bist, kann dich jeder, egal wo, der mit Krieg, also in Krieg mit deiner Fraktion ist, dich einfach umbringen. Okay. Will dich einfach. Wieso sehe ich den Typen denn nicht? Der. Unten im Lokal-Channel musst du gucken. Wieso hab ich keinen lokalen Channel? Cartulus heißt der. Moment, lokal. Jetzt weiß ich auch die ganze Zeit, was du meintest. Ah, interessant. Gut. Wollen wir den mal irgendwie ausfindig machen und dann so ein bisschen mit der Faust in. Also, du weißt. Ich warp mich jetzt mal und du warpst dich hinterher. Warp dich, ich warp mich. Oh, March muss weinen. Warum lässt du ihn... Oh, nein. Oh, haben sie March kaputt gemacht. Muss man sich wieder einen billigen Simpsons-Porno ansehen. Da lacht sie wieder. Okay, also, bist du so starker Simpsons-Fan? Nee, aber das ist echt komisch zu sehen, was manche Leute für einen Geschmack haben. Ich glaube, es gibt tatsächlich viele Leute, die sich sowas anschauen. Ja, stimmt. Oh, hier ist ein dickes, böses Kampfschiff. Dann komme ich mal zu dir. Oh, ich werde die böse... ganze abgewaked. Was möchten die Personen von mir? Schon wieder so unprofessionell, diese Kacke. So. Palim, pim, pim. Palim, palim, palim. Weiß ich, wollen wir ihn töten? Wir kriegen... Wir warten erstmal, bis ich da bin, dann näher ich mich auf 2000 Meter ran und sag, ich will irgendwie ihm in die Hose greifen. Kreisen 10 Kilometer, ja, er beschießt mich schon wieder fleißig. Ist er der rote Depp da vorne? Mäßig ran. Also, scheiße, meine Schilds sind schon wieder geschwächt. Saschas Juggernaut schon wieder einer? Also, den könnten wir echt, wenn ich meine guten Laser hätte, also viel auf Entfernung, weil der ist, glaube ich, nah, mittlere Distanz und nah ist er ziemlich gut. Wieso bin ich eigentlich so langsam auf dem Weg dahin? Ja, weil ich habe gerade meinen Micro Warp Drive aktiviert und habe 1300 Speed. Und der beschießt mich fleißig. So. Au. Kann ich den schon aufschalten? Der beschießt mich echt fleißig. Nee, den kann ich noch nicht aufschalten. Ich schaue ihn mir trotzdem mal an. Ah, dann ist wieder hier dieser komische... Das sind die Standardpiraten hier in diesem Sektor. Quatschkopf von gerade, genau. Wo muss die Piraten? Oh, der ist gegen den Planeten gekracht. Jetzt kann ich ihn schon mal aufschalten. Hier, das ist dann wird er oben gleich angezeigt. Kannst du nochmal betrachten. Wenn du alles anvisiert hast und eingestellt hast, kannst du einfach mal den Gegner betrachten. Dann siehst du mal, was der alles an Kanonen und sowas dran hat. Gott, ist das ein mieser Pixar, sag ich schon. Der Pixar? Ja, der sieht aus wie so ein... Ne? Also, ja, da weißt du Bescheid. Ja. Weiß er, dein Kampfsamen, ne? Genau, so eine Kampfzelle. Ja, da tun mir die Frauen nicht leid. Wer macht denn sowas? Wer baut denn so bescheuerte Schiffe? Die bringen dir doch gar nichts. Ich weiß nicht, wenn... Es gibt doch so Taktiken, so ich flieg in den Gegner rein und... Das ist ja bei einem Raumschiff bestimmt egal, ob du reinfliegst mit Stacheln oder ohne Tod bist du sowieso. Hey, du hast einen Putt gemacht.
Aber mittlerweile läuft es echt besser. Also ich habe jetzt nur noch halb ja, für so viel dich. Schaden gekriegt. Ich habe ja nichts zu tun. Meine Zuschauer langweilen sich total. Du hast doch was zu tun, betrachtest Ich habe auch keine einfach. Zuschauer, dachte ich, wolltest du jetzt sagen. Nein, das will ich nicht machen. Nein, das. Ich muss jetzt. Guck mal, jetzt. Ich bin jetzt auch lang mittlerweile reingekommen, wie ich das jetzt. In welchen Abständen ich das machen muss. Und was geht bei geht. Nein, Homer, jetzt noch keine Drogen. Nein, macht er nicht. Homer wird überleben. Ich mache das für meine Familie. Oh. Ein Medium Automated Repair. Ein. Ich habe keine Ahnung, was das ist und was das andere ist. Und wir haben jetzt schon mal Sachen im Wert von. Also Schrottmaterial im Wert von 452.000. Kleinvieh macht auch Mist, ne? Hm. 900 Meter, Saschas Juggernaut. Da wollen wir nochmal den Frachtraum öffnen gehen. Ah, hat nichts drin. Hab ich ja schon alles. Du. Nächstes Sprungtor. Mal gucken. Wo haben wir das denn? Was für Gebiet wir kommen. Ich Normali, schau mal gerade, du hältst mir die Augen auf. Das nächste ist Normali. Das nächste Normali, Sprungtor. Ja, ist Sicherheitsstufe 04 auch. Wollen wir da hin? Jo. Normali soll's sein. Innerhalb warpen oder springen hast du gemacht? Ich habe jetzt springen gemacht. Ich kann nicht innerhalb springen, ich kann nur hinwarpen. Nee, ja, du kannst ja innerhalb vom Abstand 0 warpen oder direkt springen. Dann springt er direkt durch und wartet er nicht davor. Hab ich gemacht, jetzt habe ich auf springen geklickt. Bin ich immer gespannt. Hab das jetzt gemacht? Nee, doch habe ich. Und Attacke! Ausflug ins Meth-Labor. Die Hinterwäldlerfamilie ist die beste. Ja. So, was machen wir jetzt? Drei Leute sind hier unterwegs. Infoanzeigen. Aber ja, wir müssen echt ein minderwertigeres Gebiet. Nein, wir checken auch nochmal die Asteroidenbelts. Das sind friedliche Leute, die sind wahrscheinlich hier am Abbauen. Asteroidenbelts. Oh, ist hier viel los. Ja, wie sehen die Dinger aus? Genau, die umgedrehten Kästchen da. Genau, einfach mal überall hinwarpen und mal gucken. Wo haben wir denn das nächste umgedrehte Kästchen? Such einfach irgendwas aus und sag Bescheid, wenn du Probleme hast, dann warpe ich mich zu dir. Dann warst du in Belt und zwar genau 9000. Was ist das? Ist so wenig, okay. 900.000 Kilometer. Ausrichten nach Warpen hin. Bums. So, ich möchte dazu nochmal sagen, wenn ihr von dem Let's Play hier schnelle Action erwartet, seid ihr falsch. Gibt's hier nicht. Schaut Arma. Spaß. Wenn Action, aber dann richtig, ne? Wenn es aber einmal Action gibt, falls wir mal eine richtig große Schlacht zwischen zwei großen Fraktionen kommen, haltet euch fest. Okay, hier ist ein von Sascha Mirage. Warte mal, ich schau's mal an. Pass lieber auf. Ich will Unterstützung. Ich brauche sofort Unterstützung. Ich ja, brauche Unterstützung. Komm lieber zu mir. Komm lieber zu mir. Ich habe mich auch gerade ein, wir kriegen eine Million Kopfgeld. Eine Million! Okay. Nur wenn wir das Ding töten. Ich bin unterwegs. Aber der macht doch bestimmt gut Schaden. Pass, mach dich bereit, wieder irgendwo anzudocken. Ja, ich bin unterwegs zu dir erstmal, so. Und andocken wäre dann für mich. Eieiei. Oh, flieg ich nach Raketen. Namaili 3. Das ist egal wo. Dock dich irgendwo an, wenn du Sicherheit brauchst. Ich glaube, ich komme nicht mal richtig an Gegner ran. Scheiße. So, er also jetzt gibt's nochmal so ein bisschen hier ein kleines Gefecht. Wir spielen ja jetzt hier mal vernünftig, ne? PvP und so. Schön wär's. Ziel aufschalten. Und oh ja, Ziel... hier könnt ihr eine Geschützung unterbrauchen. Ich glaube, ich mach gleich einen Abgang. Ich mach dem 11 bis... Okay, jetzt 38 Schaden. Aber... Der macht mir immer viel, viel mehr. Ja, wenn ich nah genug dran wäre, dann würde ich auch was machen. Demnächst komme ich auch noch mit Zerstörer, weil dann habe ich auf 16 Kilometer. Weil zu zweit holen wir den ja locker eigentlich runter. Aber ich muss halt immer so nah dran. Ist ja, ich sehe ja genauso aus wie. Ich habe genauso viel Schaden wie er, der gerade hat. Gut, anscheinend ist kein Simpson gestorben. Würde ich mal sagen. Nee. Das ist jetzt verwirrend. Gut, ich bin ein bisschen enttäuscht. 8000 Meter. Lass mir was über 6000 Meter. Ich sehe ihn doch schon. 4000.
kann nicht sein, dass du nur 3000. Ich habe keine Ahnung warum. Und jetzt gibt's voll die Bananenparty. Richtig so. Volles Feuer. Immer auf die Ah, meine Schilde gehen runter, ich weiß. Dann wollen wir noch mal ein bisschen näher ran. Ich habe schon Strukturschaden gekriegt. Oh. 500 Meter. Du hast schon. Oh, da musst du abhauen. Ich hau ab, sobald die Schilde down sind. Ich hänge mich jetzt 500 Meter hinter denen direkt. Warum 500 Meter? Das passt ja nicht, das ist ja scheiße, dann triffst du ihn nicht. Doch. Nein, ich habe alles unter 2000 Meter, ist optimale Reichweite. Ich mache 20 Schaden. Warum nur 2000? Kollege, was machst du da? Mit ich habe keine Ahnung, aber das ist jetzt ein schöner Nahkämpfer. Braucht man nur nicht. Oh ja, ich muss mich gleich andocken. Oh. Wie viel Schaden machst du ihm? Ich mache ihm 20 Schaden. Jetzt mache ich gerade wieder 7 Schaden, beziehungsweise 8 Schaden. Ich mache nämlich 9 bis 18 Schaden. Ich habe vorhin 20 Schaden gemacht, eine ganze Zeit lang. Aber jetzt schalte ich wieder mein drittes Turret dazu. Jetzt mache ich wieder, wie viel Schaden? Ja, 4, 3, 7 meistens. Der hat so viele Raketen, ey. Also hoffe ich ja, dass ich nah genug an ihm dran bleiben kann. Okay, Hälfte Struktur ist schon kaputt. Bei ihm oder bei uns? Bei mir. Bei ihm sind gerade mal Hälfte der Panzer. Ich glaube, das schaffst hältst du nicht lange durch, ne? Ich halte es überhaupt nicht lange durch. Der schießt eine Salve auf mich und ich bin weg, aber solange du da bist und die Kugeln abfängst und die Raketen. Boah, fuck, ich muss jetzt gleich weg. Der ist eine Million Kopfgeld wert. Aha. Aber wir haben gleich die Schilde down. Die Panzerung down. Die Schilde sind ja schon down. Jetzt muss ich nur mal wieder ein Geschütz abschalten, weil meine Panzer. Im Moment trifft er mich nämlich nur mit seinen Raketen. Aber ich halte das echt nicht lange durch. So, ja, seine Struktur ist gleich. Ne? Ich muss weg. Okay, jetzt wird's für mich auch sehr lustig. Dann machen wir schon mal auf Umkreisen. Und dann umkreisen wir den jetzt mit 300 km/h und immer schön das Feuer drauf halten. Genau, aber 500 Meter richtig schön dran, weil du dürftest dich nicht so doll treffen, dann komme ich sofort wieder. Ja. Lass dir Zeit, ich hab meinen Spaß. Boah, ich geb hier mehr Geld aus als zum Reparieren als. Für ein neues Schiff. Als wir. Jetzt hat er mich getroffen. Verdienen. Ach du Scheiße, dann erstmal den Repair anschmeißen. Da, die Kugeln nochmal ran. Oh. Du musst mich hier rausholen. Warte, ich bin gleich wieder da. Muss nur ein bisschen durchhalten, sonst lädt er halt sein Leben wieder auf. Aber riskier nicht. Der lädt sein Leben schon auf. Ist ja blöde. Das ist echt doof. Ach, Scheiße, kann down. Ich nicht mal reparieren, ey. Kack die Wand an. Wenn das kein Anruf war. Schilde sind down, ich bin raus. Also ich warp mich weg. Weil der macht meine Panzerung echt schnell down. Und weggewarpt. Bitches. Ja, tut mir leid, ne? Bin ich nicht mehr ganz hingekommen an den Typen. Wie hießen? Jetzt habe ich nämlich jetzt auch nicht mehr, wo welches Asteroidenbelt das war. Das ist doof. Das ist in der Tat doof. Du bist doch schlecht. Du bist doch schlecht! Ja. Bis jetzt finden wir nicht wieder und ich weiß nicht, ob er sich selber repariert oder ob das. Er hat sich schon selbst repariert. Ja, der lädt sein Schild wieder auf. Aber ob seine Panzerung auch aufgeladen war? War die schon wieder heile? Die Panzerung war zur Hälfte heile. Ich habe dem die nicht so schnell abgezogen, wie er sie repariert hat. Heißt, nächstes Mal großes Schiff. Nächstes Mal großes Schiff für mich, genau. So ist es. Dann warp ich jetzt mal wieder hier zu dir.